So, hi Leute und willkommen zurück zu Dust in Elysian Tail. Wir gehen jetzt gleich erstmal hier aus der Höhle raus. Es ist ein bisschen her, dass ich das letzte Mal gerade gespielt habe, deswegen muss ich mich erstmal wieder ein bisschen hier reinarbeiten. Und ja, nach unserer kleinen Bergtour werden wir uns ein bisschen weiter durch die Gegend wagen. Wo mussten wir eigentlich gerade hin? Stimmt, in die Richtung. Hey. Ich finde das durch die Gegend wirklich immer noch total geil. Ja, er will was von uns. Ist mir egal. Ich krieg hier gar nichts. Ich bin unverwundbar. Ich bin unbesiegbar. Niemand kann mir... naja, vielleicht doch. Hallo Wächter. Wie geht's euch? Gut? Freut mich. Hey. Wie schön die Bäume mit durch die Gegend winden. So, da ist der Pass. Das ist das Dorf. Okay. Also muss ich doch mit den Leuten reden, oder was? Scheint so. Please, let me know if you come across those materials. I'll keep my eyes open. Ja. Much appreciated. I'll be waiting right here. Okay. Warte mal noch ein bisschen auf mich. Ja, was wolltest du von mir? Good day, I'm Mayor Bram. So, you're the hero I've been hearing about. Ja klar, Bürgermeister. Really, we're just passing through. No need to be modest, my friend. We can't thank you enough for your help. Things have been rough in Aurora of late, so having a true hero in our midst is really boosting morale. So, what's your name, son? Dust. Ah, okay, den haben wir noch gleich gesprochen. Dust. And some of the villagers I've met, they don't seem quite as pleased as you. Ah, are you talking about the Watchmen? You must understand, hardly a day goes by without some monstrosity attacking our peaceful village. They were simply being cautious. Take my word, I'm sure they meant no ill will. There was also this girl. Yes, that could only be Ginger. She can be a bit of a hassle, but don't pass judgment on her like that. You have no idea what she's gone through this past year. She looked pretty upset about something. Don't concern yourself. We have other matters to discuss. What help could I possibly provide? A few giants in a field seem like the least of your problems. Yet again with the modesty. You're no mere travelers, that much I've gathered. Mineral merchants don't wield blades as impressive as yours, Dust. Please. We really could use the help. I don't know. I'm searching for something myself. Then perhaps we can help each other. If you help our village, I promise I'll do whatever I can to help you. But I can be of no assistance while our village is constantly attacked by these creatures. We suspect their leader is close by, and if you could... Whoa, whoa, whoa. Hold on a second. You're saying those mindless thugs have a leader? Until recently, they would attack us in small groups. Nothing we couldn't handle. Now, they coordinate attacks on a much larger scale, hitting the village on both sides, driving our forces apart. I assure you, whatever leads these things is experienced in warfare. Wenn sie von links und von rechts angreifen. Okay. Our land, I imagine. Just a casual observation, but they don't seem the farming type. Well, whatever it is, it's become a serious problem. If you truly are as capable as I hear... You want us to find their leader? It certainly would cripple their advance. You'd be doing the entire village a great service. How about it, Dust? Well, I... You feel a conflict of emotions. This is good. I will abide by your decision, Master. Man muss sich entscheiden. I trust you to take the right path. Scheiße! Helping this village is the right thing to do. But it's more than that. It's almost like I know these people. Like I have to help them. I think that strange feeling you've got is a little foreign concept called compassion. I'm proud of you, Dust. Of course, if you said no, I need to bite your face off. Oh, das will ich sehen. Charming as always, Fidget. I think you've made a wise decision. All right, Mayor Bram, you've convinced us. We'll do what we can to help stop these attacks. That's my boy. My boy. The Watchmen reported increased monster activity to the east of our village, so I imagine that's where you should go. But do be careful. Strong as you may be, I've seen many fine warriors lose their lives to these monstrosities. I understand, Mayor. I'll be careful. And I'll be back.
Yay, Level Up! Okay. So, schauen wir mal. Wir haben ein Level Up, angeblich. Gott, ich habe hier sogar was in Verteidigung gesetzt. So, machen wir hier noch einen Punkt rein. Dann können wir nämlich als nächstes, beim nächsten Mal, hier den Angriff noch weiter ausbauen. So, das sollte schon passen. Zack. Ah, jetzt können wir in den Wald von Abades. Oh, Flugviecher. Ich hoffe, die kommen runter. Sonst muss ich zu ihnen hochkommen. Ja. So. Okay, das läuft noch. Alles gut. Zack. So, das schaffen wir. So. Hey, gib mir den Cash wieder. Mein Geld. Okay. Achso, das war nur was zerbombt ist. Zack. Ja, es geht. Hep. Zack. Hey. Okay. Das läuft. Das ist schon alles hier? Scheint so. Okay, dann weiter geht's. Oh, hier ist ein Schatz. Was soll ich sagen? Den finden wir. Die Schätze! Wo ist das Gold? So, vielleicht hier unten. Was haben wir da? So. Da haben wir ein kleines Zeltlager in der Höhle, was übrigens sehr schön ist. Hat atmosphärisch was. Könnte man bestimmt eine schöne Nacht verbringen. Und da ist die Schatztruhe. Aber, kein Schlüssel. Yay. Okay, das heißt, wir müssen erstmal Schlüssel finden. Dann gehen wir mal auf die Suche. So. Hier oben. Die Küche. So. Nein! Du hast mich erwischt. Ich bin so ein Noob. Die Füße sind zu gut. Hey, ich kann ihn laden. Ah, hello again, my friend. I suspected you would return. Natürlich. So, was hast du denn alles? Hast du irgendwas Sinnvolles da? Schlüssel. 3000 Gold für einen Schlüssel. Ist ja auch arschteuer. Sandpapier. Alter Wetzstein. Okay. Und da haben wir Materialien. Your transaction. Watch your... Ah, Moment, halt, warte mal. Ja, das ist schön. Moment. Ich habe nämlich einen voll coolen Plan. Schauen wir mal, ob ich irgendwas habe, was er noch nicht hat. Wie zum Beispiel diese AW-Schwinge. Ja, möchte ich gerne verkaufen. So. So. Jawohl. So. Das freut mich, dass du mein Geld annimmst. Also seid ihr Händler, ja. Immer geht's euch nur ums Geld. Das wäre fast genauso schlimm wie ich. Gold! Huch, was ist das denn? Restab Sperrstaubbauplan. Okay. Huhu! Okay. Interessant.
So. Einmal die aufräumen. Huch. Ups. Ist das hier für den Kampf gedacht oder kann man hier noch irgendwo anders... Kann man sprengen. So. Mal Geld, was da oben rumliegt. So. Was habt ihr noch? Wie weit geht es hier runter? Okay, da kommen wir wahrscheinlich auch erst später durch. Ah, ein Speicherpunkt. Zack. Ja. Wow. Huch, huch, huch. Nein, nein. Wo war das letzte Mal hier? War das letzte Mal gespeichert? Ja, komm. Nein! Da hab ich voll gefailt. Das war das erste Mal, dass wir gestorben sind. Nein! So. Geht doch. Geht's mir besser. So, was haben wir hier? Hier wird's dunkler. Es geht in eine Höhle. Im Dunkeln ist gut munkeln. Das heißt... Ach, es wird ja schon wieder heller. Finally, we're out of those caverns. What's the matter? Afraid of the dark? I laugh at the dark. Actually, I'm afraid of heights. Wait, heights? How is that possible? You fly all the time, everywhere. Oh, do I? I must have forgotten. Just like you must have forgotten that I can still fall at any time. Never looked at it that way. You're an interesting one, Fidget. Ich habe Höhenangst, aber ich kann fliegen. Okay, den haben wir schön erwischt. Aber so läuft das. Die Leute haben die unterschiedlichsten Schwächen. Komm. Das zeigt. Okay. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, Karte, dass ich hier noch einiges übersehen habe. Okay, da unten ist auch wieder was. Komme ich so jetzt noch nicht ran? Vielleicht hier? Au! Ah, deswegen ist die Kamera so unten. Autsch! Sag mal! Warte! Warte! Will ich mich verarschen? Okay. Wir gehen erstmal in die andere Richtung. Manno! Keine gute. Steht halt bei keinen guten Sternen, ne? Ich muss echt hier nächstes Mal ein bisschen was in Verteidigung tun, habe ich das Gefühl. Was hat man davon, wenn man hier, ne? Huch. Achso, hier oben geht's gar nicht mehr weiter, oder was? Nein, nicht so. Viecher sprengen ist aber schön. Hey. So. Halt, was ist das da oben? Funzelt doch was, da ist ein Schlüssel.
Da, Schlüssel. Yes! Okay. Ja, nerv nicht. Wo bin ich gerade hier? Da war eine Truhe, oder? So. Gehen wir nochmal zurück hier. Zack. Kann man durch die Gegend wirbeln, ist schön. So. Nicht lange fackeln. Einfach wegmachen. Oh! Upsi. Einen schmutzigen Anhängerbauplan. So, dann schauen wir mal. Links, oben, links, rechts. So viel Heilzeug. Zack. Einmal drüber. Also in der Luft ist der Staubtornado eindeutig irgendwie effektiver. Zack. Man ist halt absolut gut beweglich da in der Zeit. Das gefällt mir. So, aber wir müssen weiter. Oh, schön. Schön. Ich fliege. Oh, nein! Mist. Aber, also, das ist wirklich, wie man durch die Gegend fliegt dabei. Das ist der Hammer. Ich weiß ja nicht. Ich find's gut. Zack. So, jetzt gehen wir mal hoch. Ich hoffe, jetzt schaffe ich es auch. So. Gegner sollten jetzt keiner mehr da sein. Ich bin echt zu doof, um da hochzugehen. So. Geht doch. Huch. So, ein Bauplan für ein leichtes Kettenhemd. So, schauen wir mal hier, ob es nicht. Oh, Speicherpunkt. So, was machen wir nochmal? Das war nochmal hier Zeug zum Heilen schlucken. Ich hab's vergessen. Moment. Das finden wir schnell raus. Ah, ja, das wird mir helfen. Okay, egal. Wir brauchen keine Heilung. Zack! Ah, komm her! Kannst mir gar nichts! Bin zu schnell für dich! So. Wenn man einmal drin ist, geht's. So. Und jetzt geht's weiter hier. Gegnerhorden ausräumen, ausräuchern, macht Spaß. So. Ja, ja, Höhenangst, ne? Bla bla. Das wissen wir. Das wissen wir. So. Oh, ich hab den Erfolg freigeschaltet. Todesbringer. Ach, das haben wir schon. Das ist schon erledigt gewesen. So. Ey. Huch. Ah, Levelaufstieg. Sehr gut. Dann können wir gleich erstmal nochmal die Verteidigung hochbuzzern. Ja, so. Das könnte vielleicht helfen. Bist du schon wieder ein Händler? I'm here to serve. Warum bist du immer so schnell vor mir da? Irgendwas stimmt mit dir nicht, Mann. Doch bestimmt irgendwas Neues, was ich dir verschachern kann.
Zu absolut überhöhten Preisen. Hier, das zum Beispiel. Und das hier auch. Und hier haben wir noch was. Das kannst du mir bestimmt dann auch herstellen. So, das finde ich aber hier wirklich schön, dass das Zeug einfach aufgefüllt wird. Thank you. Danke. So. Stimmt, da konnten wir noch nicht hochklettern. Habt ihr das gesehen? Wie cool war das denn? Und fliegen! Geil! Okay, also hier kann man also... hier kann man nach oben weiter. Also ich noch nicht. Anstrengend, anstrengend. Aber Moment. Ich habe gerade gesehen, da war doch gerade ein Speicherpunkt. Leute, ich würde nämlich sagen, wir haben jetzt wieder eine ganze Ecke. Zack. So, einmal den noch runter haben. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Dust an Elysian Tale. Bis dahin. Ciao, Leute.